Hallo Grillfreunde, heute soll es mir darum gehen, und was genau, das sage ich euch gleich. Ja, jeder besitzt so ein Brett, ein Schneidebrett, von welchem Hersteller auch immer. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, das eventuell mal aufzubereiten. Ich habe nicht ein Brett vom Kopf, sondern habe ein Brett hier in der Hand. Und ich zeige euch einfach mal, was mit dem Brett passiert ist. Ich benutze das jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahr. Ja, okay, das ist jetzt stellvertretend für jedes andere Brett aus Holz. Das hat eigentlich eine vernünftige Qualität in meinen Augen, wenn man nicht Handarbeit wie zum Beispiel vom Lars benutzen will und auch nicht das Geld ausgeben will. Man kann sich solche teuren Bretter schenken lassen, aber auch die sind aus Holz und benötigen irgendwann mal eine Aufbereitung. Ich will mir das heute vornehmen. Ich zeige euch auch mal, was mit dem Brett bisher passiert ist und wie ich vorgehen will. Ich habe es noch nie gemacht. Ich probiere das halt einfach mal aus. Anleitung im Netz gibt es nicht viele. Ja, einiges mit Hobeln, aber hobeln will ich jetzt nicht wirklich an dem Brett. Ich versuche es halt zu schleifen und zeige euch genau wie. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Also man sieht halt wirklich hier die ganzen Schnitte. Und wenn ich hier drüber fahre, merke ich auch, dass hier ja eine Welle drin ist. Ne? Also das Holz wird halt durch das Messer immer wieder eingeritzt. Feuchtigkeit kann irgendwann eindringen. Das Ölen reicht alleine irgendwann nicht mehr aus, weil die Oberfläche einfach zu intensive Schnitte hat. Und man kriegt das nicht mehr hin. Die Seite sieht noch ganz gut aus, aber wenn ich das Brett rumdrehe, dann merke ich auch, dass man das Brett halt hier halt bewegen kann. Ich habe hier noch eine Wasserwaage, ich versuche mal ein bisschen einzufangen, wie groß die Lücken dazwischen sind. Hol noch eine Taschenlampe her, guck mal, wie Spalt dazwischen ist. Ich hoffe, man kann so ein bisschen was erkennen. Ihr seht es hier an der Seite. Da sieht man das Licht hier unter der Wasserwaage, die ist halt gerade. Ne? Nehmt es mir nicht übel, dass die halt ein bisschen schmutzig ist. Ein bisschen was bauen tue ich ab und zu. Hier ist es wieder dicht. Und der Rest sieht auch ganz gut aus. Ich drehe es mal um. Und da sieht man schon, ja, man kann mit der Wasserwaage wackeln. Hier sieht man schön an den Seiten, hier, wo das Licht halt durchfällt. Und der Rest, naja, man sieht es nicht ganz genau, aber man kann es fühlen. Wie will ich nun vorgehen? Ich habe ja so einen Schwingschleifer, welchen ihr da nehmt. Ja, nehmt das, was ihr da habt. Muss nichts Besonderes sein. Und ich habe mir drei verschiedene Sorten Schleifpapier ausgesucht. Einmal einen 80er, dann habe ich einen 120er und passend für meinen Schleifer gab es das nicht, aber ich denke, das werde ich mit Hand machen können. Das ist ein 400er, steht ja hinten drauf, habe ich das richtig gesagt? Ah, das ist ein 180er und das ist ein 80er. Grob anfangen und dann halt immer feiner werden und dann schaue ich mir mal an, wie das wird. Ich werde euch nicht mit in meine Werkstatt nehmen. Die Kamera möchte ich der, ja, ich möchte der Kamera einfach nicht den Staub zumuten. Ich zeige euch einfach die Zwischenschritte, wie das Ergebnis zwischen den einzelnen Schleifvorgängen aussieht. Ich fange jetzt, wie gesagt, mit dem Groben an und dann sehen wir uns wieder, wenn ich damit fertig bin. So Leute, ihr seht, ich habe mich umgezogen, ein bisschen Arbeitssachen an. Das Brett nach dem ersten Schleifen mit dem 80er Papier. Keine Ahnung, ich habe vielleicht jetzt 20 Minuten, eine halbe Stunde dran geschliffen. Ich zeige euch das nochmal vom Nahen. Die eine Seite, also alle Spuren des Messers sind so gut wie weg. Ein paar Kleinigkeiten sieht man halt noch. Und es kippelt nicht mehr. Auf der Seite, ja, da habe ich vielleicht mal mit dem
Fleischerbeil doch ein bisschen zu stark zugehauen. Aber auch die Seite gefällt mir richtig gut, habe ich gut hinbekommen. Ich merke auch keine Unebenheiten mehr, wenn ich über das Brett streiche. Von daher folgt jetzt der zweite Schritt mit dem 180er Papier. Nachbar mäht Rasen. Naja, ich mache halt auch Krach. Wie sehe ich ihn eigentlich aus? Super, ne? Brett habe ich hier. Zweites Mal geschliffen. Also es fasst sich schon an wie, ja, Babypopo. Ich habe mir hier mal einen Winkel organisiert und jetzt gucken wir mal, wie genau ich gearbeitet habe. Ich habe hier natürlich schon mal nachgeschaut und da sage ich mal meine Meinung dazu. Ihr seht, in der Mitte haben wir hier einen Rand. Da ist weg und in der Mitte habe ich mehr Luft. Auch zur anderen Seite hin, ebenso. Ich drehe es mal um. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Da sieht das genauso aus. Aber es kippelt nicht mehr. Und die Wellen sind auch nicht mehr zu spüren. Nun könnte der eine oder andere sagen, ja, das ist doch Mist, wenn das in der Mitte mehr abgeschliffen ist. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil wenn ich einen Steak oder einen Braten darauf aufschneide, dann sammelt sich der Saft in der Mitte. Von daher sollte es für mich soweit okay sein. Hier nochmal das abgeschliffene Brett. Wie gesagt, ein paar kleine Stellen, wie hier zum Beispiel, sieht man noch, aber ich spüre da jetzt keinen Grat oder keinen Schnitt mehr. Das waren jetzt zwei Arbeitsschritte, Arbeitszeit dafür 1,5 Stunden ungefähr. Der erste Schliff ist sehr anstrengend, das Holz ist geölt, das Schleifpapier verkleistert sehr schnell. Ihr habt entsprechend genug da. Ich hatte 6 Blätter, habe 4 davon jetzt gebraucht. Und ja, jetzt kommt noch der letzte Feinschliff. Es ist schon Babypopo glatt, aber täuscht euch da nicht, weil das Holz hat Fasern, die sind jetzt geschliffen, sind halt flachgelegt und wenn ihr da entsprechend Öl oder Flüssigkeiten drauf bringt, dann stellen die sich nochmal auf. Ich zeige euch dann auch, wie ich versuche, die entsprechend komplett geglättet zu bekommen. Jetzt erst nochmal der letzte Schritt mit dem 400er Schleifpapier. Wird nicht so lange dauern, von daher geht es gleich weiter. Komplett fertig. Was heißt komplett fertig? Es muss noch geölt werden. Wie gesagt, es werden sich die Fasern nochmal aufstellen. Wenn ich jetzt drüber fahre, also ich würde sagen, es fühlt sich an wie ein polierter Autolack. Völlig glatt. Die Kamera wird es gar nicht so einfangen können, wie man das fühlt. Das müsst ihr einfach selber mal ausprobieren. Es ist wirklich nichts mehr zu spüren. Und wie gesagt, mir war halt wichtig, dass die Wellen raus sind. Gibt Probleme beim Kräuterschneiden oder sowas. Na, da kommt man mit dem Messer einfach nicht mehr an diese Senken ran. Und die Kräuter werden da entsprechend nicht mehr durchgeschnitten. Und das Brett kippelt dann auf der Arbeitsfläche rum. Das ist einfach auch kein Arbeiten. Ihr könnt das so machen. Das ist jetzt keine große Herausforderung. Probiert das einfach erstmal mit einem günstigen Brett aus, bevor ihr euch an die teureren ranwagt. Ich werde es jetzt noch ölen. Hol mir mal das Öl her und zeige euch, was ich verwende. Ich habe das Brett vorher nochmal abgewischt. Das Tuch ist blau, ne? Ich hoffe, ja, man sieht das. Also ordentlich Staub kommt da noch runter. Macht das vorher ab. Ich habe hier noch ein neues Tuch entsprechend. Und ja, das Öl, ich denke, kann man sehen, von wem das ist, muss ich nicht weiter erläutern. Und ihr seid jetzt dabei, wenn ich die ersten Öltropfen auf das frisch geschliffene Holz gebe.
habt es gesehen, das erste Öl ist drauf. Vielleicht ein paar Sachen noch. Also wenn ihr das erste Öl drauf macht, das ist jetzt das Tuch davon. Also ihr holt da noch ordentlich was runter, was ihr einfach nicht so abgewischt bekommt. Und mit Wasser wollte ich nicht rangehen. Das hindert wieder das Öl am Einziehen. Von daher macht es mehrmals. Ich werde das jetzt so lange ölen, bis das Öl nicht mehr einzieht. Ich zeige euch das nochmal. Also aufgestellt hat sich hier nichts und das Öl ist so gut wie weg. Die Kanten habe ich mit dem 400er Schleifpapier auch noch mal ein bisschen eine Phase dran gemacht. Also ja, ihr müsst dann dran denken, beim Schleifen macht ihr das komplett eckig. Könnte passieren, dass das entsprechend dort abplatzt. Aber hier sieht alles gut aus. Ja, was noch dazu? Ja, stiftet eure Männer einfach an, liebe Frauen, dass die eure Bretter mal aufbereiten. So schwierig ist das nicht. Man kann da nicht so viel verkehrt machen. Einfach schön gleichmäßig schleifen. Immer schön im Schritt. Letztes Papier war bei mir das 400er. Also sollten sich nochmal irgendwelche Fasern vom Holz aufstellen, habe ich es immer so gemacht, dass ich mir ein Leintuch oder ein braues Baumwolltuch genommen habe. So alte Bettlaken eignen sich hervorragend dafür. Da kann man die wirklich nochmal brechen. Man denkt das nicht, aber das ist völlig ausreichend. Was, ich habe im Netz einfach danach geschaut, wie andere das machen. Es gibt nicht so viele Anleitungen. In Fulda habe ich den Lars Reinige von Holzdesign Reinige getroffen. Meine Frau hat da irgendwas organisiert. Ich weiß noch nicht was, aber ich kann mir schon vorstellen, was da dahinter steckt. Ich habe mich auch mal auf seiner Seite bewegt. Da finde ich leider nichts zu der Aufbereitung oder zu der Behandlung der Bretter. Das könnte er eventuell nochmal nachlegen. Das wäre echt hilfreich für die Leute, die halt von ihm Bretter besitzen, was er dazu empfiehlt. Ich mache es halt so und ich denke, das Brett kann man sicherlich noch ein paar Mal schleifen. Das hat eine ordentliche Dicke. Ist auch vom Preis jetzt nicht so, dass man sich ärgert hinterher, wenn es nicht geklappt hat. Das hat geklappt. Ich werde es jetzt noch ein paar Mal ölen. Ich denke, so 3-4 Mal werde ich wohl noch Öl drauf bringen. Und dann ist es wieder bereit zum Einsatz. Ja, das war ein Video mal heute ohne Fleisch. Mal einfach ein vielleicht nützlicher Tipp. Wenn es euch gefallen hat und euch weiterhilft, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich Tschüss, euer YBarbecue. Bis zum nächsten Mal.